Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Und heute steht an, was steht denn an? Da müssen wir nicht mitspielen, oder? Testspiel? Wir sind doch in keiner internationalen Mannschaft, oder? Glaube ich nicht. Heute steht das Spiel gegen Karlsruhe an und gegen wen? Und ich glaube zumindest wen ist nicht schlecht, oder? Zumindest war es in der... Doch. Das ist nicht so krass. Karlsruhe, wen? Achter und Zehnter, ja, geht. Zumindest in der Trainerkarriere war es damals so, dass die irgendwie auf Platz 2 oder so waren. Aber gut, wir gucken jetzt einfach mal rein. Wir sind auf Platz 1, das passt perfekt. Wir müssen uns nur ein bisschen verteidigen jetzt. Wir machen direkt mal ein Training, natürlich einfach mal reinböllern. Bin mal gespannt. Also, wir sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir verbessern uns immer mehr. Aber ich bin halt kacke, in echt meine ich jetzt. Denn, ja, wie gesagt, was soll ich dazu noch sagen? Man sieht's ja hier. Also unser Ingame-Torwart, der hat jetzt schon die besseren Reflexe, der ist schon von den Werten gar nicht schlecht. Aber ich bin halt einfach nicht gut. Ja, dann kann der egal wie gut sein, das ist dann halt einfach so. Wenn ich nicht gut bin, dann bringt mir das wenig. Aber wir müssen einfach gucken. Das ist einfach Training. Das ist das erste Jahr, wo ich so richtig eine Torwartkarriere mache. Letztes Jahr habe ich es ja auch probiert, aber da habe ich es schnell wieder abgebrochen und auch wirklich nicht lang durchgezogen. Das ist das erste Jahr, wo ich das so richtig mache. Also wir werden vielleicht immer besser. Das wird scheiße, dass er nur noch trifft. Aber wir haben trotzdem ein A. Nächste Einheit. Wir werden natürlich immer besser. Nicht nur vom Spielcharakter her jetzt, wie gesagt, sondern auch in Real Life. Dass ich, ja, einfach mich ein bisschen daran gewöhne, wie man Torwart gut spielt in FIFA. Ob man den überhaupt gut spielen kann. Und ja, das kriegen wir schon alles hin, Leute. Das passt schon alles. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Übung hier mal hinbekommen. Das ist eigentlich die einfachere. Und wir schlampern jetzt. Was war das denn? Wir schlampern jetzt hier. Ja, den kriegen wir tatsächlich auch nochmal. Und da haben wir schon das A. Jetzt müssen wir den noch halten, dann können wir gar nicht mehr verlieren. Den haben wir aber auch noch. Perfekt, bis gleich. Dreimal A, einmal B, perfekt. So läuft das. Und wir sind auf dem 79er Rating. Ja, das ist jetzt... Das ist schon echt heftig. Das ist schon... Für die dritte Liga ist das schon krass. Definitiv. Und da haben wir schon das Spiel gegen Karlsruhe. Dominik Baumann hat sich nach einer Verletzung blablabla ist zurück. Ah, okay, ja. Dann passt die Sache. Gut, also wir spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Let's go. So, Würzburg Kickers gegen Karlsruhe SC. Ich bin gespannt. Schlecht sind sie auf keinen Fall. Und wir müssen natürlich jetzt Platz 1 verteidigen. Das wird nicht einfach. Oh, gute Chance. Kann man nicht sagen. Aber er ging schon daneben. Also hätte er gepasst, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr gekickt. Ich dachte erstmal, er schießt in die andere Ecke. Aber er hat halt daneben geböllert. Halbzeit. Bis auf den einen Schuss, den der daneben geböllert hat, passiert hier noch gar nichts. Nix. Einfach unsere Mannschaft macht vorne nix. Die anderen machen nichts. Ich mach nix. Keiner macht irgendwas. Also irgendwie... Das nur so hin und her gespiele, ganz komisch. Den haben wir, der war nicht schwer zu halten. Perfekt. Ja, ich bin offline, ich hab's auch verstanden. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie trennt er mich heute die ganze Zeit vom Internet. Also hier in FIFA. In keinem anderen Spiel, aber in FIFA irgendwie schon. Die erste ansatzweise gefährliche Chance unserer Mannschaft hier vom Kopfball von Königs, war das, glaube ich. Das war der Kopfball von Königs. Das war die erste gefährliche, ansatzweise gefährliche Chance. Und den haben wir. Das funktioniert relativ gut. Wenn wir ein bisschen früher rauskommen, nicht zu arg, weil wenn er dann doch nicht so weit rausflankt, dann muss man schon im Tor stehen. Aber ein bisschen früher rauslaufen und dann, wenn du merkst, okay, dahin kommt die Flanke, dann dahin rennen. Das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Schade, das war ein ganz trauriges Spiel, finde ich. Sehr traurig.
Denn das Platz 1, also dass wir die beste Chance hatten durch diesen einen Kopfball von Königs, das war wirklich die beste Chance. Das ist schon echt traurig. Zwei gefangene Bälle, ansonsten kein pariert. Guck mal, die Highlights, die Spielhöhepunkte, ist dieser eine Schuss, der voll daneben ging. Das habe ich ja gesagt, mehr gibt's in diesem Spiel nicht. Da war nix, nix. Das soll ein Platz 1 spielen. Da muss ich meine eigene Mannschaft kritisieren. Das war echt nicht geil. Ja, was soll man dazu sagen? Unentschieden, wir bleiben auf Platz 1. Und ja, wir haben auf jeden Fall nicht verloren. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber das war schon echt nicht geil, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Spieler in der Bundesliga. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bis 40 geht's. Oder nee, 40, 38. 38 Spiele müsste es geben. Und wir haben 31 bisher gespielt. Also noch 7 Spiele zu spielen. Ja, wir müssen echt gucken, dass wir uns auf Platz 1 halten. Das wäre wirklich wichtig. Oh, da halten wir gar nicht schlecht die Bälle hier. Ah, der ging jetzt rein. Also wie gesagt, wir müssen echt gucken, dass wir Platz 1 bleiben. Das wäre wirklich, wirklich mega wichtig und mega nice. Aber gut. Dazu braucht man nicht nur einen guten Torwart. Dazu braucht man auch einen guten Angriff. Und das, was gerade gespielt wurde, war echt nicht geil. Also ich saß halt auch hier. Ich sitze hier und ja, hab da nur zwei gefangene Bälle. Vorne passiert auch nichts. Ich meine, was soll ich da ins Video reinschneiden? Und ja, ich sitze auch hier und langweil mich. Aber das war gerade echt komisch. Das war gerade scheiße von mir. Also zu weit rausrennen darf man auch nicht, ne? Das vergesse ich immer. Das mache ich oftmals falsch. Zu weit rausrennen ist nicht geil. So wie jetzt ist auch nicht geil, dass es dann richtig gefährlich wird, weil man überhaupt nicht rausrennt. Aber zu weit rausrennen ist auch scheiße. So, wir haben auf jeden Fall ein A und ich würde sagen, wieder bis gleich. Das ist auch okay, nehmen wir mit. Passt schon. Hauptsache, wir sind in den Torwartübungen immer richtig gut. Das ist wirklich die Hauptsache. Jetzt spielen wir gegen Wien und die sind noch ein bisschen besser wie Karlsruhe, glaube ich. Ich hoffe, dass es ein besseres Spiel wird. Sonst kann ich hier wirklich gar nichts in die Folge reinschneiden. So, SV Wien zu Hause gegen die Würzburg Kickers. Wie gesagt, wir müssen jetzt echt gucken. Wir müssen unseren Platz 1 verteidigen. Wir brauchen weitere 3 Punkte, sonst verkacken wir am Ende noch. Denn es sind noch 7 Spiele zu spielen und die werden wir doch jetzt wohl noch rumkriegen. Let's go. Oh, was macht mein Torwart denn? Ja, voll nach links gedrückt, dass er ihn hier so, ne, direkt fängt am besten. Hier so. Und dann macht er nichts und er geht voll knapp am Tor vorbei. Geil. Oh, den haben wir gut gekriegt. Sauber. Der war nicht übel und den haben wir echt gut gehalten. Jawohl! Er zählt nicht, er zählt nicht. Oh nein! Er zählt nicht, Mann, Alter. Das kann doch nicht sein. Sie spielen schon besser als im letzten Spiel, aber sie schießen einfach nicht. Keiner zieht mal ab. Bis zum letzten Pass rausspielen, echt. Man kann doch auch mal aus der zweiten Reihe abziehen. Das ist echt traurig. Und dann kam sowas und dann ist es abseits. Ah, Mann, ey. Halbzeit. Viel anders ist es nicht, wie gesagt, habe ich gerade eben schon gesagt. Einfach mal ein bisschen früher schießen und dann einfach drauf hoffen, dass er mal reingeht. Das ist die Sache. Das machen die irgendwie nicht. Komm, schieß, schieß, schieß doch einfach mal. Ah. Er wartet auch wieder lang. Und dann trifft er noch einen Pfosten. Ich flipp hier noch aus, Leute. Ich flipp hier noch aus. Jetzt aber. Er trifft nicht! Mann, ey! Was ist denn das? Die Folge, die ist irgendwie, soll es nicht sein.
Irgendwie soll's nicht sein. Das ist echt traurig, schade, was auch immer. Oh Mann, ey. Ich will doch nur ein Tor, Mann. Den haben wir. Oh, ich weiß nicht, was das ist, echt. Zack. Den nächsten. Wir fischen da hinten bisher alle raus, aber vorne, wie gesagt, da geht immer noch nichts. Keine Ahnung. Jetzt vielleicht, komm. Schön gespielt. Ja, Mann, es ist drin. 1 zu 0 für die Würzburger Kickers. Yes. So doll habe ich mich noch nie über ein Tor gefreut. Ach du Scheiße! Endlich! Und es war so schön gespielt. Oh. Also so schön, so ach, ich habe mich noch nie über ein FIFA-Tor gefreut. Vor allem, ich habe es nicht mal selbst geschossen. Aber das war gerade echt geil. Es war schön gespielt. Und das, der Zeitpunkt, der hat jetzt gepasst. Früher wäre zwar auch gut gewesen, noch besser, aber dafür, dass sie nicht in Potte kommen, hat das jetzt auf jeden Fall gepasst. Aus! Nice one! Wir haben es tatsächlich noch gerissen. Hinten haben wir schon ein paar rausgefischt. Eine abgefangene Flanke, zwei Gefangene und eine Parade. Die Parade war auch extrem nice, fand ich, denn der war nicht einfach zu halten. Der war schon relativ nah am Tor. Gut, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben 3 Punkte noch geholt durch den Treffer am Ende. Alter, da musste ich mal richtig abgehen dann. Wir sind jetzt 5 Punkte vor dem Chemnitzer FC und haben noch 6 Spiele zu spielen. In 6 Spielen, gut, kann man nur 18 Punkte holen, aber wir müssen einfach dranbleiben. Das ist einfach so. Wir müssen dranbleiben, wir müssen versuchen, wirklich hier nichts mehr anbrennen zu lassen. Einfach Platz 1 bleiben. Irgendwie schaffen wir das schon. Und ja, dann steigen wir tatsächlich hoffentlich auf. Wir haben noch die Spiele gegen Fortuna Köln. Den Hallerscher FC gegen tatsächlich den Chemnitzer FC. Das wird interessant gegen Lotte. Und dann noch die beiden hier gegen Groß Asbach und gegen Erfurt. Ja, gegen den Chemnitzer FC, das wird richtig interessant, denn die sind ja dann tatsächlich unsere Konkurrenten. Da können wir sie nochmal, ja, auf Abstand halten, wenn wir da gewinnen oder ein Unentschieden oder so. Das wäre schon mega nice. In der nächsten Folge, nächsten Dienstag, spielen wir gegen den Hallerscher FC und gegen Fortuna Köln. Die beiden sind eher relativ weit unten. Erfurt auch, gegen die spielen wir auch nochmal. Also ich denke, das sollten wir schaffen, denn die Gegner sind alle so im Bereich 15 und 19, 15 und 20, 15, 19, sowas in dem Dreh. Außer halt jetzt gegen den Chemnitzer FC und gegen Lotte. Und ich denke, das kriegen wir einfach irgendwie hin. Ich hoffe zumindest. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mal eine Bewertung da. Haut rein, schaut auf jeden Fall nächsten Dienstag nochmal vorbei. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now goodbyes, feel like a title.